Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Olaf Manns, Westwood Whisky. Super, Westwood Whisky, eine Empfehlung hier von Whiskygraphie hier, das war Patrick und Hagen. Erzähl mal ein bisschen dazu, wieso gibt es Westwood Whisky? Okay, Westwood Whisky heißt schlicht und ergreifend Westerwald Whisky. Wir sind, wir sind hier aus dem Westerwald, wir sind der lokale Händler hier in Limburg quasi um die Ecke. Wir sind seit Anbeginn hier in Limburg unterwegs. Also 17 Jahre schon. Exakt. Und wir sind auch fast 20. Wir werden nächstes Jahr 20, Paul und ich, hier nebenan, mein Kollege. Wir haben vor 19 Jahren den Laden gegründet. Und ja, versuchen seitdem vehement die Diaspora Westerwald whiskymäßig nach vorne zu bringen, was uns auch gelungen ist, gehe ich mal von aus. Super. Und wofür steht denn Westwood Distillery? Deutsche Whisky, Welt, was soll ich da erwarten? Also wir sind kein Hersteller, wir sind reiner Händler. Wusste ich nicht, sorry. Siehste. Wir haben ein sehr breites Angebot aus Originalabfüllung. Ja. Wir arbeiten sehr viel mit Diageo zusammen. Ja. Mhm. Das sind ja die Kollegen von nebenan auch. Genau. Und unabhängige Abfüller haben wir im Programm die Firma Adelphi, die Firma Maltman und die Firma Duncan Taylor. Ja. Und von den drei Unabhängigen sind auch offen zu Repräsenten bei uns im Haus für Tastings und wir haben einen schönen Tasting Room und das passt. Genau, super. Wo findet man euch? Also vor Ort wie auch online? Online natürlich www.westwoodwhisky.de und wir haben zwei Shops. Ja. Einen in Montabaur Horresen, das ist bei mir, und beim Kollegen Paul Becher in Dernbach. Ja, okay. Und zwei Jobs Spare Time, das heißt, wenn andere Geschäfte zumachen, abends machen wir auf. Gut für Whisky trinken. Ja, genau, es ist so immer wieder. Und was kann man jetzt in der Zukunft erwarten? Oh, viele neue spannende Sachen natürlich. Ja. Eigenabfüllungen. Ja. Wir haben selten, aber immer wieder mal eigene Bottlings. Ja. Wir haben letztes Jahr einen 20-jährigen Glenrosses abgefüllt aus dem Refill Sherry mit einem eigenen Label. Das ist ein sehr, sehr spannendes Teil. Kommt vorbei, probiert. Ja. Und sind immer wieder dran, eigene Bottlings zu machen. Ja. Je nachdem, was angeboten wird, brauche ich dir nicht zu erzählen. Super. Ja. Und ansonsten, Special Releases kommen natürlich jedes Jahr. Das ist so ein Hauptaugenmerk. Wir haben alte Flora-Fauna-Abfüllungen am Start. Ja. Passt. Super. Okay, sehr, sehr schön. Wie schon erwähnt, Whisky Messe Limburg 2018. Whisky Jason hier zusammen mit Olaf Manns, Westwood Whisky. Ciao. Ciao.